So, ich möchte mich nur noch um zwei Dinge kümmern, nämlich erstens, was ist, wenn ich diese Tabelle nochmal brauche, dass ich also für die zweite Praktikumswoche zum Beispiel die gleiche Tabelle haben will. Wie gehe ich da vor und was ist, wenn die Tabelle länger als eine Seite ist? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es da? So, und dazu verlängere ich mal meine Tabelle, indem ich einfach ein bisschen mehr Text einfüge. Irgendwann wird es dann soweit sein, dass die Tabelle auf die zweite Seite übergeht und das funktioniert natürlich ganz automatisch. Das Problem oder vielleicht das Ungünstige ist, dass ich jetzt also nicht mehr weiß, was war denn in den Spalten jeweils drin. Und da gibt es eine Möglichkeit, mit der ich, ohne dass ich diese Tabelle quasi neu anfange, die Überschrift hier nochmal reinbekomme. Das ist eine Eigenschaft der Tabelle und deshalb gehe ich natürlich wieder in den Dialog Tabelleneigenschaften. Und zwar finde ich hier die Möglichkeiten für den Textfluss, denn es geht ja darum, wie wird der Text innerhalb der Tabelle angepasst. Und das Wesentliche ist dieser Punkt hier, nämlich Überschrift wiederholen. Da gibt es noch die Möglichkeit, wie viele Zeilen ich brauche. Da ich hier nur eine Zeile habe, ist das kein Problem und automatisch wird dann die Zeile, die erste Zeile, die ja die Überschrift ist, hier direkt wiederholt. Und selbst wenn diese Tabelle jetzt noch länger wäre, also über zwei, drei, vier, fünf, wie viele Seiten auch immer gehen würde, so wird das also automatisch immer dann auf der neuen Seite neu wiederum erscheinen. Wenn ich für eine weitere Woche nicht einfach die Tabelle fortsetzen will, sondern eine neue Tabelle beginnen will, so kann ich das machen, indem ich zum Beispiel die alte Tabelle, also von der ersten Woche, mir kopiere. Kopieren mache ich bei einer Tabelle, indem ich alles markiere, also die ganzen Zellen markiere, die ich kopieren will. Ich nutze jetzt den Tastaturbefehl STRG und C, um das Ganze zu kopieren. Und jetzt will ich auf die nächste Seite gehen. Und ein Tipp, damit man nicht durch das Entfernen von irgendwie Leerzeilen oder durch das Ergänzen von Zeilen hier irgendwo anders hin verrutscht, würde ich raten, dass wir hier einen manuellen Seitenumbruch einfügen, im Gegensatz zu dem automatischen Seitenumbruch, der sich ergibt, wenn ich einfach weitere Zeilen schreibe. Und zwar hier einfach vom Typ Seitenumbruch. Und zwar geht es darum, dass dann quasi immer an dieser Stelle auf die neue Seite gesprungen wird. Egal wie viel ich hier noch schreibe oder ob ich hier etwas lösche, es wird immer an der Stelle umgebrochen. Das ist hier diese gestrichelte Linie, die hier vorne dran angezeigt wird. Jetzt habe ich ja die Tabelle markiert und kopiert. Und jetzt tue ich sie mit STRG V wieder einfügen. Und schon ist sie dann eingefügt. Man sieht, dass hier vorne dran noch ein Absatz vor der Tabelle ist. Den kann ich löschen, damit das am oberen Rand ist. Und wenn ich jetzt diese Tabelle neu füllen will, markiere ich einfach die Zellen, die ich löschen möchte, und dann sind sie leer. Eventuell schaltet man wieder die Tabellenbegrenzung ein, damit man einen besseren Überblick hat, in welcher Zeile man wirklich ist. Und dann kann man eben das Ganze nach Bedarf anpassen und hat ohne großen Aufwand diese Tabelle nochmal zum Füllen.